Schönen guten Tag, auch ihr Nasen und herzlich willkommen zurück zu Deep 4. Zu Deep 4. Und ich bin ein Horst. Ich habe mir einfach mal die letzten Aufnahmen angesehen, beziehungsweise die letzte Aufnahme. Und ja. Die gute Anna, hieß sie Anna? Weiß ich gerade gar nicht. Ist ja wurscht. Sucht ja Rambo. Rambo ist ihre Bulldogge. Und wir haben einen Hamburger gefunden. Ja. Ich bin auch eine Bulldogge. Ich stehe auf Hamburger. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr mir folgen? Ich kann das manchmal selber nicht. Jetzt gucke ich immer mal tatsächlich explizit in die Räume hier auf jeder Etage, wo Rambo sein könnte. Wo gibt's ein Fresserchen? Also im Kiosk eher nicht. Warum nicht? Warum schließe ich das aus? Da haben wir den Hammer gefunden. Die anderen Räume sind hier Klos. Das ist ein Klo. Da wird's voll nicht auf der Suche sein, das Viech. Nach Hamburgern. Was haben wir denn hier? Nein. Die Messhall. Das könnte es tatsächlich sein. Messhall? Vielleicht fehlt das wirklich bloß irgendwie zum Triggern. Ich hab da keinen Schimmer mehr. Das ist jetzt reines Raten. Das ist jetzt so ein bisschen Adventure-Logik. Ich habe mir halt einfach mal die Texte von den Charakteren nochmal genau angehört. Passiert gar nichts. Doch. Alter, was wie ich? Ich mag ja Bulldoggen, ja, gerade britische, aber ich weiß nicht, ob ich den niedlich oder hässlich finden soll. Oh nee. Rambo! Nimm das Viech weg, die ist dick genug, die Bulldogge. Deine Wange, Mädel, schmeckt jetzt nach Hamburger. Okay, jetzt, Mädel, jetzt taufe ich dich um in Barry. Your own area is the safest. I have this one. I'll give you this. Wenn ich weiß, was ich meine, gebt euch mal Resident Evil 1 mit Jill. Wir haben eine Keycard gekriegt, zwar nicht für die CC-Gedöns-Area, also nicht für die Call of Duty-Area, aber für die andere, die ist, glaube ich, im dritten Stock zugänglich gewesen. Und wir haben die Shotgun. Mensch, ich freue mich da so drüber. Wisst ihr warum? Weil die habe ich, wenn ich mich nicht total täusche, im ersten Run nie bekommen. Das ist total geil. Wir sind auf 2, wir müssen aber auf 3. Also ab zum Fahrstuhl. Ich laufe nur so ein bisschen schräg, ne? Egal. Und wir müssen auf 3. Da müssen wir dann zur großen Tür und da dürfte denn der Schlüssel passen, hoffe ich. Und Leute, wir haben eine Shotgun. Hat das schon erwähnt. Da ist die Tür. Ich glaube, hier haben wir eh alles abgegrast. Ja, den haben wir ja dabei. Komm. Hau rein, der Teil. Juhu! Läuft. Jetzt möchte ich da auch gern durch. Ja, möchte ich. Ernsthaft. Ohne Witz. Die Shots sehen übrigens aus, als ob sie... Ich werf mal ein Grenadchen.
Hat er's? Jo. Er hat's. Aber es krabbelt nur was. Der ist hinter sich. Finde ich sehr gut. Also die Shotgun ist wirklich bitter. Also im Positiven bitter. Hier können wir mal ein bisschen Refill machen. Leider nur unser Mundstück. Unser Asthma-Spray. Sagt er irgendwas zu den Gläsern da? Die sehe so ruhig. Ich sag mal so, ab 300 Meter Tiefe kann man das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Aber sowieso eine coole Aussicht. Haben wir hier? Nix. Aber da ist eine Tür. Tritt ein, tritt ein. Bring John herein. John Mayer. Der Name macht mich immer noch fertig. Grenade. Grenade meine ich natürlich. Na wartet. Kommt ran. Kommt ran. Ich hätte was für euch. Einen könnt ihr noch, ne? Noch einen? Zähe Hunde! Wisst ihr was? Büschele Munition sparen, ne? So eine leichte Stagger-Wirkung hat sogar die 9mm. Wie geil. Dein Vater Maga. Jetzt sind wir schon fast wieder auf dem Luftlevel, wie es vorher war. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Und wir haben jetzt einen Raum mit unter 19%. Jetzt nimmer. Ich habe die falsche Taste wieder erwischt. Ich gebe es jetzt zu. Ja. Ich guck mal, was das für Räume sind. So, geradezu ist ein Raum, wo wir irgendeine Nachladestation haben. Equipment Room? Hört sich ganz nett an. Communication Room oder Communicators Room? Also wahrscheinlich eine Funkanlage drin oder sowas. Big Jim Part Room. Big Jim. Weiß ich nicht, was das ist. Ne, wartet mal. Da kam jetzt, glaube ich, gerade die Karte nicht nach. Ne, doch. Dann geh erstmal links und rechts gucken. Ist egal. Das dürfte der Communications Room sein? Nee, ist Equipment. Ich war jetzt total seitenverkehrt, Leute. Stimmt, ich bin ja durch den letzten relativ schnell durchgerannt und da war ich ja schon. Da gab es ja bloß nichts. Saturn abgestürzt? Nein, Zwischensequenz. Who is it? Der hat schon was geredet. My name is Ken Fujiyama. I work for the Shirahama. Das muss ein Japaner sein, wenn der sich verbeugt. What are you doing here? I was collecting monitor data on my company's products. Are you from a rescue team? Yes. I was hiding with there, a monster. Have you come to save me? Yes, but I have to return to the CCD area. For that, I need your torch. Excuse me, but I can't trust you because you might be a monster. Let's make a deal. A deal? You want this torch. I'll give it you. In return, give me something I can use. I don't have any money. Oh no, not money. What I want is monitor data on the big gym. The big gym? Any pressure, water diving wear, it's my company's latest product. I don't know
where the monitor data is. I want you to look quiet. Good there. Don't you think? Okay, I'll look for it. Please copy it onto this. Wait here. Also er will irgendwas im Austausch für das Schweißgerät, aber ich hab's, muss ich gestehen, nicht ganz verstanden. Und wir haben eine Modisk. Okay. Noch mehr Resi geht einfach nicht. Nichts Nützliches, okay. Aber wir sehen uns hier mal um. Den Hinterraum. Gott, deswegen, in den hinteren Raum können wir auch noch erforschen, wie es aussieht. Und hier sind knöchelhohe Kisten im Weg. Das ist auch wieder so. Ich sag ja, das Spiel hat Resi-Vibes, das ist nicht mehr feierlich. Es hat geklaut, noch und noch. Ja, wir brauchen nicht drüber reden, aber egal. Hier sind wir so ein bisschen underwater, wie es sich anhört. Aber naja, gucken wir mal. Das Ding ist offen, er sagt nichts dazu, ne? Fällt ihm nichts rein, okay. Aber wir haben ja auch noch doch ein bisschen mehr hier in dem Areal. Da muss doch noch was gehen. Oh, da ist ein fetter Riss. Das könnte man zum Beispiel auch mit dem Schweißgerät eventuell lösen, das Problem. Denn wäre der Raum hier begehbar. Was hat er uns eigentlich gegeben? Die Modisk. Wozu ist die gut? Einfach um Daten drauf zu speichern. Okay, oder Daten drauf zu kopieren. Das geht klar. Kann er sich nicht einfach in ein Monster verwandeln? Ich knall den ab und gut ist. Please go and put the data into the labor. I will give you the torch later. Okay, also er hat uns das nicht freiwillig gegeben, sondern wir sollen irgendwo eben die Daten runterziehen. Wir haben den Communication Room noch. Auf der anderen Seite. Vielleicht bedeutet das, dass wir da irgendwie die Daten bekommen. Per Funk, die wir dann irgendwie da drauf ziehen können. Oder wir müssen auf eine andere Etage noch. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es erfahren. Erstmal weg hier. Au. Da habe ich jetzt wirklich nicht so richtig mit gerechnet. Nein, 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 nicht gut. Nein. Das ist echt ein großer Vorteil, wenn man die Steuerung intus hat. Das hier wirklich einfach mal angesagt ist. Ich glaube, hier kann ich mit der Granate nicht viel reißen. Nee, kann ich auch nicht. Shotgun-Munition, Menschenskinder. Communicator ist broken. Aber wo kriege ich die Daten jetzt her? Ja, zur Not. Muss tatsächlich in irgendeinen Raum, wo ich erstmal wieder Sauerstoff kriege. Ich probiere noch so lange rum, bis etwa ein Viertel der Energie ist. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo. Ah, ich kann durch die Lampe da oben gerade nicht wirklich sehen, wie fein mein Sauerstoff runter ist. Das ist scheiße. Was? Komm, ne. Ja, das wusste ich vorher schon.
Ah, wir haben hier bloß Munition bekommen. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt kann ich mich mal ein bisschen orientieren. Jetzt haben wir hier alle Räume auf dem Bereich zumindest erkundet. Ich renne mal nochmal kurz zurück. Und gebe mir tatsächlich einen Sauerstoffschuss. Hier lang. Nein. Da meinte ich. Also ich pumpe mal tatsächlich was in das Sauerstoffgerät rein. Falls ich doch nochmal in den Raum zurück muss, beziehungsweise es ist halt nie schade, wenn es voll ist. Das ist das Gerät. Ja, bitte, danke. Und wieder zurück. Ich könnte diese Ergonade zünden, aber so drastisch ist es nicht. Zur Not kann ich hier immer, wenn ich durch will, das Mundstück auffüllen. Halb so wild. Also auf zum Fahrstuhl und irgendwo zum Donnerdrummel müssen wir irgendwelche Daten auf die Diskette speichern und zu dem Blödmann zurück, damit der uns halt einfach mal die Torch heißt eigentlich Fackel. Aber heißt auch Schweißgerät, mal ganz von ab. Aushändigen wird. Aber ich lass mal hier eine Bombe knallen. Und guck mal auf die Karte. Das ist der Fahrstuhl, okay. Anna's Room, in Ordnung. Ein Storage, auch gut, da kann man Waffen auffüllen. Und der Network Room. Ich gehe aber mal fast davon aus, dass es hier auf der Seite interessanter erstmal ist, weil der Network Room wahrscheinlich damit zu tun hat, dass wir da die Daten bekommen. Da ist Anna. Die krault ihren Hund zu Tode. Ja, ja. Mach dir keine Sorgen um mich. Alles klar. Ja! Ich will aber seinen Raum durchsuchen, Mensch, Schätzkinder. Alter, die hat hier Handelbanken und sowas, ne? Die Beschreibung für Big Sham 4, was auch immer das eigentlich ist. Das scheint irgendwie so ein kleines U-Boot zu sein oder so. Ja. Atmospheric Diving System hört sich nach einem... Vielleicht so ein Mini-U-Boot oder so an. Ah, da kann man sogar irgendwie Gegenstände noch ausrüsten, dass man vielleicht Steinsproben, Gesteinsproben oder sowas nehmen kann. Ja, doch, hört sich ganz nett an. Also wir haben dafür eine Beschreibung gefunden, die aber steuerungstechnisch uns mal gar nichts reißt. Okay, wir waren bei Anna. Die hat sehr viele Tauchanzüge. Sehr modisch für die 90er Jahre. Heutzutage eher nicht so mehr. Wie die da mit ihren Muskeln reinpasst, ich habe keinen Schimmer. Gott, es ist toll. Ich liebe das Spiel, Leute. Habe ich das schon gesagt? Wir jetzt kurz gucken. Ja, wir müssen hinterrennen. Da dürfte denn auch eventuell ein Speicherpunkt sein. Das ist Storage Room auf jeden Fall. Also hier können wir auf jeden Fall Munition nachladen. Ob wir jetzt speichern können? Zweite Frage. Ich hoffe's. Ach Gott, schlechte Luft und Gegner. Läuft. Na, wartet. Nicht mit mir. Also, die Karte ist so das Letzte, was ich gerade wollte. Ich wollte rumbomben. Rumbomben. Au. Boah. Okay. Das... Leute, das müsst ihr mir mal gestehen, ja. Drei mit einem Schuss, ja.
Mal ganz ehrlich. Das war geil. Hier ist das Double Room. Wir laden unsere komplette Munition wieder auf. Ach, geilo. Hey, das freut mich. Nein, die Shotgun ist noch nicht voll. Sag mal, kriegen wir Erhöhung, wenn wir die Bullets finden? Oder wie sehe ich das hier gerade? Weil wir waren mal irgendwie bei 42 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Ist egal. Alles cool. Ich bin happy mit dem Kram. Die Kabel oder Schläuche haben nichts zu bedeuten. Aus deiner Wand hat er auch keine Aussage. Na gut. Also wir haben keinen Speicherpunkt. Sehr schön. Die sind hier verhältnismäßig weit auseinander. Also das kann man so paartechnisch nicht gut timen. Wobei ich brauche wenigstens keine Farbbänder. Dann gehen wir doch nochmal in den Kommunikationsraum. Vielleicht haben wir Glück. Gym Boarding Room. Ich habe gedacht, das wäre der Kommunikationsraum. Wartet mal ganz kurz. Also hier werden die zu Wasser gelassen. Also das ist so eine Art, auch so eine Art Hangar. Bisschen Luft. Voll die Big Daddies. Big Jim, within you can operate deep underwater. Also wirklich Tauchanzüge, aber so wirklich tiefere Wasseranzüge. Der Vergleich mit dem Big Daddy ist nicht von ungefähr, oder? Aber hier ist ein Kompuff da. Hier ist ein Kompuff da, Leute. Ja, bitte. Machen wir doch. Hier können wir Daten ziehen. Ja, möchte ich. Ich muss das übrigens gerade nicht selber machen und bin sehr froh drum. Bei Resi muss ich ja immer noch irgendwie Passwörter eingeben und so ein Käse. Ibi! Die Daten sind drauf. Wir kriegen das Schweißgerät. Und da ist was. Da ist was. Bitte lass es. Ja, danke. Also erstmal das. Dann das, auch wenn es nicht viel bringt, weil voll ist. Und ein Speicherpunkt. Sehr schön. Wie heißen? Wir können im nächsten Part zurück. Sehr gut. Ich freue mich, Leute. Ah, war ja auch wieder lang genug, der Part jetzt schon. Das war's dann heute wieder mit Deep 4 und ich finde, das ist ein Spiel, wo wir wirklich bis auf so kleine Ausnahmen eigentlich immer ganz gut Progress haben. Also der Fortschritt ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es auch wieder heißt, wir machen ein bisschen Fortschritt in Deep 4. Haut rein!